Die Snaze, Snaze und Mrs. Stinsfire, ne, das Hausmädchen. Ja. Und den Ted Mosby machen. Ich wurde ein Troll da stehen gelassen. Und geschafft ist wieder nicht, das Spiel einzeln. Weil ich gerade von diesem Sandgolem hier genatzt werde. Da ich denke, dass ich diesen Abschnitt gleich wiederholen darf, erzähle ich jetzt gleich mal was davon. Notfalls ist war Stinsen schuld, weil das Gerede über ihn abgehängt hat. Ja. Okay, also, wie ihr gesehen habt, bin ich gefailt. Also, was wir machen müssen, ich muss diesen Sandbohrer beschützen, weil diese Sandgolem darauf herumhämmern, dass der kaputt geht. Wenn der Sandbohrer nicht zum Einsatz kommt, bin ich hier drinnen gefangen. Und ja, dann kann man sich denken, was passiert. Sandmann wird da draußen ordentlich einen abfeiern. Ja. Ja. Er feiert, will ich nicht wissen. Er baut eine Sand. Ui. Nee. Bam, 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 bam. Der war so schlecht. Achtung, flach. Bam, 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 an der Tür ran. Hast du gesehen? Ich vermächte mich mit meiner eigenen schlechten Witze, die keine sind, ohrfeigen. Okay. Film dich dabei und stell es auf YouTube. Ja, alles klar. Also, ich wäre dafür. Um es den Worten jetzt von Senpa Video zu sagen, wenn Sie dafür sind, können Sie mal ein Okay geben. Nein, ich glaube, das YouTube alle nicht an. Ja, nee, aber Senpa Video ist genial. Ich meine, die Tutorials sind schon sehr hilfreich. Ja, guck ich auch. Guck ich rein. Wir haben sogar abonniert. Also von daher. So, gleich haben wir den Fässern umgeht. Warum muss ich bei diesem Arbeiter, wie der hier so steht und so vom Outfit, muss ich ein bisschen an Al denken von früher von Hör mal, wer da hämmert. Ach Gott, der war auch sehr eigentlich Held in der... Ey, ich fand's so geil, wie der Tim Allen den die ganze Zeit immer verarscht und getrollt hat, ey. Und der so locker ihm ist, aber so... Alleine dieses... Nein, das glaube ich nicht hin. Allein da hat ihm schon mal so viel von seiner Traumkraft genommen, irgendwie... Wenn er ihn trollen wollte. Einer der besten Trolls fand ich war, als sie so ein Farbmisch-Scan-Gerät vorgestellt haben. Ja, damit konntest du so die Farbe scannen, die du malen wolltest. Und dann hat das Gerät das gelesen und das als Farbe quasi produziert. Damit konntest du dann deine Tapete so neu streichen, ja. Und dann sagte Tim so, und heute demonstriere ich ihnen, wie wir die Farbe L malen. Dann hat er das Scan-Gerät über L gehalten. Dann sagte L, ja, das funktioniert nicht bei mir, Tim. Und dann meinte er, bist du sicher? Dann tauchte er den Pinsel in diese durchsichtige Flüssigkeit, die da rauskam, rein, fuhr damit über die Leinwand und dann hat er auf einmal ein Porträt von Al da an der Leinwand gehabt. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich. Gut. Ich habe immerhin die Aufgabe jetzt mit den 5 Sandgolemen gehabt, um wieder was zum Spiel zu sagen. Der hier soll mal aufhören mit seinem Nunchal-Pass-ähnlichen Shockwaves. Oh, da fällt mir ein, ich müsste mal Otogi 2 weiter aufnehmen. Oh, jetzt habe ich was weggenommen. Ja, auch das. Aber ich meine, es war klar, nachdem ich Otogi 1 Let's Play habe, werde ich irgendwann Otogi 2 Let's Playen. Zumal ich das Spiel noch epischer finde, obwohl es dreimal frustrierender ist. Das wären eigentlich optimale Spiele für Sascha. So als Anger-Management. Und wie du, ich bin von diesem Anger-Let's Play-Trip irgendwie runter. Versuche jetzt immer so möglich zu sein. Oh Gott. Versuch jetzt normal möglich zu bleiben, nächste Video steht. Oh du verdammte Düd! Rede mal! Ja gut. Hin und wieder rutscht zwar was raus. Und ich zensiere was, aber ich weiß nicht, kann ich jetzt da nur. Ich erinnere an den Ausschnitt aus Resi für den TDG-Trader. Ja. Ich weiß. Ich bin nicht besonders stolz drauf. Cool, wir haben den Bohrer verteidigt, wir haben 5 Sandgolem besiegt. Oh, ich versuche mich an diese Aufgabe. Finde den Helm von Juggernaut im Sandwirbel von Sandmann. Meinst du den Helm, den ich vorhin verbrannt habe? Bitte was? Meinst du den Helm, den ich verbrannt habe? An den du dich verbrannt hast? Nee, den ich verbrannt habe. Okay. So, nein. Nein. Aus irgendeinem Grund hat es der Helm vom Juggernaut geschafft, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, wie der ohne den rumläuft, in den Wirbel von Sandmann zu geraten und ich habe eben schon wieder geglitscht!
Ja, Sir Future Lord himself. Ja. So, jetzt kommt eine Aufgabe, da bin ich ein bisschen zu langsam für, weil ich Hesse bin, ne? Wissen wir ja, ne? Nein, wir müssen jetzt schlagen seine Fresse. Und jeder Hesse und auch Dritte kriegt eben ein paar Dritte. Fragt jemand, was dahinter steckt, sagt man, das liegt am Dialekt, der große Kurzum. Ja, naja, egal. Ich könnte, wenn ich jetzt wollte, der hessischen Mund dann erstmal anfangen und über die Offenbacher herziehen. Nichts gegen Hessen, zum Gegenteil. Außer es sind Offenbacher, dann darfst du dagegen was haben. Kleiner Witz hin und wieder, aber ist ja nicht schlimm, aber jetzt hier so generell so, welche Gruppen zu hart muss man nicht. Man muss sich ein bisschen an Indiana Jones denken. Ja, ich sag ja, weil das ist eigentlich eine Aufgabe, da muss man schnell genug sein. Und wir betreten die Arena für den finalen Kampf gegen Sandmann. Der kann man so dann kurz raus. Und jetzt schau mal, Sandmann hat jetzt die komplette Macht des Fragments in sich aufgenommen. Schau mal, wie mächtig er geworden ist gleich. Aber er überschätzt sich auch, das kann ich dir schon sagen. Das haben wir jetzt schon die ganze Zeit mitgekriegt. Das Ding wird immer größer. Ja. Das sagen die Onosas, die weiblichen manchmal auch. Oh. Mein Gott, fuck, Sand. Ja. Aber Spidey hat festgestellt, dadurch, dass der Sandmann sich in drei geteilt hat, hat er auch seinen Verstand aufgeteilt und jetzt leidet er darunter. Ja. Gerade total bei mir. Du hast geleckt, die Aufnahme bzw. die Übertragung hat geleckt. Okay, also, nochmal. Hörst du mich jetzt besser? Ja. Gut. Also, dadurch, dass der Sandmann sich in drei geteilt hat, hat er auch seinen Verstand auf drei aufgeteilt. Und das macht ihm jetzt zu schaffen. Werden wir sehen. Hand hoch, der jetzt an Dragon Ball den Kampf zwischen Bongo und Shin Hand. Ja, genau, das kam mir da auch. Das kam mir da auch in Sinn. So, ich werde mich gleich um diesen Bosskampf kümmern, aber ich muss jetzt in diesem schwirrenden Geröll den Helm von Juggernaut finden. Weil wenn ich auf dem gelandet bin, habe ich die letzte machbare Aufgabe geschafft. Die andere, die dann nur noch fehlt, ist das mit den goldenen Spinnen, aber naja. Da habe ich ja gesagt, auf so einen Collector-Con bin ich jetzt nicht aus. Aber das Problem ist, der Helm ist so... Oh, ich glaube, ich habe ihn eben gesehen. Warte mal, ich muss nur gucken, wie ich da runterkomme. Ah, da war er. Also das ist wirklich eine Suchsache, da gibt es keinen Guide. Der ist immer in randommäßigen anderen Orten, für diejenigen, die es interessiert. Und ja, wir kümmern uns jetzt um Sandmann. Prinzip ist eigentlich einfach, wir greifen uns aus diesem Geröll einfach ein Wasser... Fast schleudern es auf eine seiner drei Gesichter und punchen es dann. Aber ich muss sagen, der ist schon cool designt, dieser Kampf hier. Ja. Ist er noch da? Ja, der ist. Nein, Sascha hat Sand in den Augen! Oh! Oh Gott, aber nee, da kommt irgendwie echt episch rüber. Das ist, ich finde, das ist von den Bosskämpfen, die wir bisher da hatten und die auch noch kommen werden, ist das einer der epischsten Designs. Den Kampf, den ich eigentlich auch noch relativ sehr gerne mag, ist der letzte Kampf gegen Elektro in der Ultimate-Dimension, weil der hat schon voll das God of War-Feeling. Hast du vielleicht noch nicht gesehen, weil zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, habe ich es, glaube ich, noch nicht hochgeladen. Aber wird er noch kommen. Okay, bin ich gespannt drauf. Mhm. Also, da kann ich jetzt sagen, das ist schon mal einer der besten Bosskämpfe überhaupt. Haben die Gesichter eigentlich einen gemeinsamen Energie? Jop. Wenn der auf einem bestimmten Niveau runtergesunken ist, kommen auch nur noch weniger Gesichter. Also dann kommen irgendwann nur noch zwei und dann irgendwann nur noch ein Gesicht. Dann hast du gleich schon geschafft. Mhm, jetzt kommen auch nur noch zwei Gesichter und ich glaube, das letzte müsste gleich auch, also das vorletzte müsste dann gleich verschwinden, dass wir nur noch einen haben. Der Kampf ist zwar sehr geil designt, aber gameplay-mäßig ist er relativ einfach. Ah, shit, jetzt bin ich aber trotzdem in ihn reingesprungen. Sieht ja schon so ein bisschen auf den ersten Blick kompliziert aus, da gleichzeitig da rumzufliegen mit dem Netz immer irgendwo. Ja, das ist das einzige nervige hier eigentlich hier ist, ich muss die Kamera, während ich hier rumspringe, auch noch mitsteuern. Weil man kann sie zwar auf Auto lassen, aber ich bin hier bei diesem Kampf lieber her über die Kamera, weil die backt mir sonst zu viel rum. Gott.
programmierte Kameras die größten Feinde der Spieler. Ja. Wenn ich mich so daran erinnere, Kingdom Hearts Teil 1, oh, die Kamera, die ging gar nicht. Ernsthaft. Die war schlimm. Komm, seien wir mal ehrlich, in einem der Klassiker der Videospielgeschichte ist die Kamera unter aller Sau. Mario 64. Also, das ist... Ich fluche jedes Mal, in jedem Level, permanent über diese scheiß Kamera. Ich krieg's nie gebacken, egal ob Lakitu oder Mario Kameraeinstellung. Kann man wenigstens irgendwas sich gut geben, wenn man fehlt, ich sag mal so. Ich selber schuld der Welle. Ich sag mal. Ja. So, wir haben ihn gleich. Und noch ein Treffen und er ist down. Na, jetzt zum finalen Showdown holt er nochmal alle drei Gesichter raus. Und wir müssen jetzt einfach das Richtige treffen. Die anderen sind jetzt fake. Wenn er nur sein Gesicht rausholt. Ja, Madam Web, dreh doch durch. Labert mir hier zweimal hintereinander denselben Tipp zu. Okay, ich glaube, ich habe den richtigen getroffen. Und jetzt hat sie es ausgemarco Polo für dich. Ja, wenn wir das Wetter bedauert, würde ich sagen. So, das war's für den Sandmann. Auswertung. Und ja, wir haben ein Level gemeistert. Applaus! Und ich schmeiß den Sascha jetzt wieder raus. Das ist Drecksauer. Ja, das ist ein Drecksack. 39 Minuten nur. Ja, aber so, wir haben länger, ja weil ich vorher durchgefehlt habe. Und wir haben vorher schon geklatscht, weil mir in Skype was anderes. Naja, ich war nur ein bisschen irritiert. Ja, aber auch das nächste Level hat einen Gast. Aber ich verrate es noch nicht, wer es sein wird. Auf jeden Fall geht's wieder ins Stealth-Modus. Bis dann, Leute. Ah, nein.